So bitte zeigt nicht eure Füße irgendjemandem oder auch nicht dem Tempel und besonders nicht nackte Füße. So don't show your feet towards the altar or the temple. Okay, weil wenn man sehr stark meditiert, kann man das manchmal fühlen. Merkt man so, wow, da schickt mir jemand seine Energie. So someone is sending the energy. Und manchmal ist das so, dass du fühlst, ja, dass du es einfach mitkriegst, dass du ein bisschen, wenn dich jemand anguckt von hinten, dann merkst du das auch, also ein bisschen sensitiv bist, das will man manchmal nicht sagen, aber dann ist es unangenehm. Ihr könnt euch auch ein Tuch drüber machen und trocken, genau, das ist dann nicht so, aber einfach so. Yes, sometimes you can notice it is behind you and it might be disturbing. So if you want to stretch your neck, then just put on socks or put over the, like a little shawl or something. Okay. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Freude, jetzt loszulegen. So I hope you're all excited to start now. Und ihr habt alle eure spirituellen Wünsche in eurem Herzen. And I hope you all have your spiritual desires ready in your heart. Und eure positive Energie und Kraft, die wir jetzt hier reingeben und dadurch hundertfach zurückbekommen. And your energy, your positive energy and power to put it in. In Indien sagen wir, erst geben wir, dann kriegen wir. In Indien we sagen wir, wir geben erst, dann bekommen wir. We first give and then we are receiving. So, und ich wünsche euch viel Freude beim Geben. So I wish you a lot of joy in giving. Und falls es noch Fragen gibt, bin ich jetzt aber auch noch da. Und wenn es noch ein, zwei Fragen gibt, some questions, könnt ihr auch noch kurz fragen. Wir haben heute mal Hanuman Chalisa nicht zu Vollmond. Ja. Ja, also eigentlich fanden wir das auch schade, weil es war ja, gab ja Guru Purnima und Guru Purnima war aber mitten in der Woche. Also Guru Purnima war diesmal, ich glaube, ein Dienstag oder ein Mittwoch. Und in Deutschland so ein Event am Dienstag oder Mittwoch für 12 Stunden Chanten, da können die wenigsten freinehmen. Und deswegen haben wir es auch am Wochenende gemacht. Aber das geht nach dem Mondkalender, also diese Events. Also Guru Purnima oder Hanuman Chalisa gehen immer nach dem Mondkalender. Und dann auch ein bisschen organisatorisch gegen den Zug und so, aber die nächsten sind wieder besser getaktet. So the question was why the Hanuman Chalisa is this time not on a full moon? And it's simply out of, because the full moon last time was on a Tuesday or on a Wednesday, and usually people, they cannot take free time. They cannot take free time during the week, so that's why it's planned on the weekend. Noch Fragen? Wo ist das Knöpfchen, wo man unseren Zettel reinmachen kann? Die Zettel könnt ihr direkt zu Hanuman geben. Okay. Mhm. Noch etwas? Sabine, hast du noch irgendwas? Die Zettel sind für die Wünsche. Ja, genau. Da könnt ihr eure Wünsche draufschreiben, die ihr dann Hanuman habt. Oder ja, einfach Herzenswünsche könnt ihr hier aufschreiben und dann zusammen machen. Nicht später, so während des Tanzens. Kannst dich einfach hinsetzen, vielleicht noch mit einer Blume und das Ganze in Ruhe aufschreiben und dann zu Hanuman geben. Ganz schön. Mhm. Also das mit dem Strich ist, das muss ich schon gesagt. Nee. Sagst du das nochmal? Okay. Also es stehen ja nebenan immer regelmäßig frische Smoothies. Daneben liegt dann auch ein Zettel mit eurem Namen. Wenn ihr einen Smoothie trinkt, macht ihr einen Strich bitte daneben. Dann beginne ich jetzt mit einem kleinen Ritual zu Ganesha. Und Ganesha ist der Gott, der Hindernisse beiseite nimmt. Und ich zeige jetzt einmal in Ahati-Form das Ganesha. Und dann beginnen wir tatsächlich. Ich bin sehr froh, mit euch hier diesen Auftakt zu machen. Vielleicht noch eine Sache für dich, Petra, wenn du möchtest, dass du alle deine Parat-Sachen, dass du gerne alle auf dem Altar tun. Darf ich die Nase auch dazu nehmen? Ja, ja, ja. Guck nur vielleicht, dass es ein Stück weiter weg ist, dass es keiner berührt, weißt du? Habt ihr euch fixiert? Ja.
Sukshma rupa rarisya indikava vitaka rupa
tus casas. Sankata kate mite sabafira. Yo sumire Hanuma sabaladera. Jay, jay, jay! Hanumana kesare tripataru guru divakinai. Yo santa para pata karakoe. Yo taliban ni mahasukaoi. Yo ya bari Hanumana chalisa. Hoya sepita gira. Yoga Sarasvati Chana Parabha.
kapishati yuloka ujaga Nama yukta tunita paradama Andani kuta pavasuta nama Amakulita vikama makaranti Umati nivana sumati vietsanti Nana kundala kunchita keza hata pacha ora bacha viraje mande moja jane usaje shankara suvana kesare nanda kecha pratapa maha jagabanda nityavana gune atichatu rama kya jakari veko atu prabhu charitya suni veko Sukshma Rupa Dari Siya Indikama Itata Rupa Dari Lanka Jarava Bhima Rupa Dari Asura Sangare Rama Chanya Keta Chasanare Laya Sanjeeva Nalakana Jiyaye Shira Kuleva Marashi Uralaye Rakupati Kini Vavata Parlaye Kuma Matriya Bharataye Samabhaye Sarsavanana Tumaro Asakari Sripati Kandalagave Sanakari Kabramani Munisa Narara Sarara Saidahisa Yamakubera